Anna Phoenix. Was steckt dahinter? Betrug, so einfach. Da steht Betrug dahinter, nichts anderes. Kein Cent von Ihrem Geld ist investiert worden. Ihr Geld ist erstmal weg. Für Sie ist die wichtige Frage, wie groß sind denn die Chancen, dass wir Ihnen Ihr Geld zurückkommen können? Größer, als Sie sich das vorstellen können. Aber wenn Sie mehr darüber wissen möchten, schauen Sie sich dieses Video bis zum Schluss an. Erst da kann ich Ihnen verraten, was Sie tun müssen, um Ihr Geld zurückzuerhalten. Hallo, ich bin Annik Anwalt, Jochen Resch. Thema Anna Phoenix. Betrug pur. Betrug pur. Kein Cent von Ihrem Geld ist jemals investiert worden. Alles, was Sie auf dem Handelskonto sehen, ist Schwindel. Ein Theaterstück aufgeführt. Alles, was Sie auf dem Bildschirm sehen, ist alles Lüge. Nichts ist echt. Was kann man tun? Manche gehen zur Polizei. Kann man machen, soll man machen. Aber eine Strafanzeige bringt kein Geld zurück. Eine Strafanzeige dient der Bestrafung der Täter. Wir verfolgen die Spur des Geldes. Und das machen wir sehr erfolgreich. Früher sagte man ja, Geld ist nie weg, Geld ist nur woanders. Das kann man heute ergänzen. Wenn man die richtige Technik hat, dann kann man Geld digital verfolgen. Und wir haben diese Technik. Eine eigene Ermittlungsabteilung. Recherche nennen wir sie. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Geld finden, ist höher, als Sie sich das überhaupt vorstellen können. Wenn Sie mehr wissen möchten, rufen Sie mich gerne an unter 0308859770. Oder besser noch, gehen Sie auf unsere Webseite. Schauen Sie sich diesen Artikel dazu an. Dort finden Sie auch einen Fragebogen für eine kostenlose Einschätzung. Wenn Sie diese Fragebogen ausfüllen, dann bekommen Sie von uns eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles. Wir sagen Ihnen, ob wir den Fall überhaupt übernehmen können. Es muss hinreichende Erfolgsversicherung geben. Wenn ja, sagen wir Ihnen, was wir konkret machen und was es kosten würde. Und mit dieser kostenlosen Einschätzung haben Sie dann alle Fakten parat. Und weil Sie jetzt alle Fakten und Informationen haben, die Sie brauchen, um sich zu entscheiden, sind Sie selber in der Lage, die für Sie richtige Entscheidung zu treffen. Am Ende werden Sie ja selber am besten wissen, warum Sie Ihr Geld zurückhaben wollen.